Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Let's Play Battlefield Hardline in der Beta. Und ja, wir starten wieder von der Polizeiseite. Diesmal hoffentlich mal mit einer Gewinnerrunde, wäre ganz cool. Und ja, ich starte jetzt mal mit dem Sniper, einfach weil wir ihn lange nicht gesehen haben und weil ich damit ziemlich scheiße bin. Und da ist aus irgendeinem Grund ein Totenkopf auf der Map. Okay. Ich meine, das Mittel hat noch nicht angefangen, also kann da eigentlich kein noch niemand gestorben sein. Aber wer weiß, was dieses Spiel hier alles für Bugs noch hat. Es ist wie eine Beta. Aber das Spiel kommt auch in einem Monat schon raus. Also so ein paar grobe Bugs und so weiter und so fort, die jetzt später berichtet werden, können wahrscheinlich noch verändert werden. Aber im Großen und Ganzen ist das das Spiel. Also da wird sich nichts mehr dran verändern. Deshalb man verschiebt den Release nochmal. Aber solange man den Release nicht nochmal verschiebt, ist das hier die Vollversion. Dann wird sich da nicht mehr viel dran tun. Aber es wird sich wahrscheinlich in Bugfixes her noch mehr tun als bei Evolve beispielsweise, wo die Beta ja wirklich am selben Tag gestartet ist. Nee, das ist falsch. Oh, oh. Ich habe da einen gesehen. Wo die Beta ja wirklich so gestartet ist, dass dann ja wirklich ein paar Tage danach direkt die Vollversion rauskommt. Zwei Wochen danach ziemlich genau. Das war ja schon keine Beta mehr, sondern das war ja quasi eine Demo, kann man ja eher dazu sagen. Ist halt auch das Problem, wenn Begriffe wie Beta oder so nicht direkt definiert sind. Ich habe da wen gesehen, aber ich bin hier mit der Sniper komplett falsch. Was soll ich hier alleine in irgendeinem Haus sitzen? Ja. Alleine in einem Haus, wo es nur auf Close Combat angeht mit der Sniper. Das bringt mir nichts. Das war vollkommen sinnlos. Ich hatte ja gehofft, dass der ein oder andere Teamkamerad mal mitkommt, um hier das Haus zu erobern. Aber anscheinend war ich der Einzige aus meinem Team, der bei C rumgegammelt hat. Während die Gegner sich halt schon E, A und C geholt haben, haben wir halt nur geschafft, D zu holen. Was nicht ganz so geil ist. So. Der nervt nicht mehr. Warum hat da jetzt gerade einer reingeschossen? Ich rechts hier rechtzeitig laufen sehen. Scheiß Geländer, geh weg. Ich will in das Fenster zielen. Okay. Ja, fahr du mal los. Mach mal noch mehr Lärm, bitte. Hallo. So, wo schießen die denn alle hin? Warum schießen die alle in die Luft? Habe ich da irgendwas verpeilt? Irgendwas nicht mitgekriegt? Worauf schießen die denn alle? Kann mich immer jemand Informationen geben? In die Oh. Danke. Da hätten wir noch einen down. Da habe ich doch irgendwen gesehen, oder? Habe ich mir das eingebildet, habe ich da irgendwen drin gesehen in dem Fenster. Okay. Unser Angriffsziel ist E. Also bewegen wir uns mal auf E zu. Sind aber Sniper, also wir sollten halt eher aus der Distanz versuchen, den einen oder anderen mal wegzuballern. Den da zum Beispiel. Warte, machen einmal so. Machen einmal so. Und dann können wir auf eine weitere Heilung warten. Oder wir snipern. Gehen da einfach mal kurz weg. Ja, ballert ihn kaputt. Ich habe ihm schon Schaden gemacht. Ballert ihn doch kaputt! Hallo? Ist jetzt ernsthaft an euch vorbeigeraten? Ihr habt das nicht mitgekriegt. Seid solche Vollidioten. Geh over here! Ah! Weich nicht meinen Schüssen aus! Das gibt's nicht. Ich bin so ein schlechter Sniper, unglaublich.
Jetzt ist ein Verbündeter. Ich bin wie gesagt ein unglaublich dreckiger, unglaublich schlechter Sniper. Und das habe ich ja zum Glück noch nie erwähnt. Okay, wann habe ich den nochmal getroffen? Moment mal, da liegt er. Der ist wohl weg. Erster Treffer und weg ist er. Verringerter Sturzschaden und... Go. Killhilfe. Hätte ich einen Schaden mehr gemacht, hätte ich sogar Hilfe zählt als Kill gehabt. So halt leider nicht. Was ist das denn da eigentlich? Nochmal ein bisschen Damage. Ja, das macht nur einen Schaden pro Schuss. Da bin ich nächste Woche noch dran. Check below you. Scheiße. 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 Von wo denn? Okay, ich bin als Sniper so schlecht, das ist, glaube ich, auch zum Zuschauen unglaublich langweilig, dass ich jetzt eigentlich eine neue Klasse wählen wollte, aber... In dem Moment wurde ich wiederbelebt. Gegentreffer und hey, wird's jetzt als Kill. Sehr schön. Leck mich doch. Könnt ihr nicht mal stehen bleiben? Bam. So ist doch schöner. So ist doch auch nicht schlecht. Oh, da steht wohl einer neben mir. Gut. Jetzt aber bitte andere Klasse. Ich möchte den Leuten auch mal was zeigen, dass was passiert. So, hier haben wir jetzt die K10 gekauft, ne? Würde ich gerne nochmal vergleichen mit der MP. Die hat weniger Präzision, die wir jetzt haben. Dafür mehr Kontrolle und mehr Reichweite. Aber Präzision ist eigentlich schon gut. Warum habe ich die denn eigentlich gekauft? Ich glaube, die MPX würde mir viel besser gefallen. Und wie sieht es bei dir aus, beim Operator? Kann ich da eventuell noch bessere Waffen? Die AIM ist nach wie vor gesperrt. Freischaltkriterium Operator-Syndikat. Keine Ahnung, was das bedeutet. Wahrscheinlich muss ich ganz viel Operator spielen, damit ich die Waffe freischalte. Gut, ich nutze jetzt einfach mal den Befehl, der mir gegeben wurde und renne von hier aus straight auf Punkt E zu, auch wenn er wahrscheinlich eingenommen ist, bevor ich da bin. Er blinkt nämlich schon. Nee, der Gegner nimmt ihn gerade wieder ein, okay. Da wird da wohl meine Hilfe benötigt. Der beste Operator der Welt kommt in den Kampf und wird diesen Punkt erobern. Alles klar, mal sehen, wie früh ich sterben werde. Sehr früh, durch eine Schrotze natürlich. Leck mich. Auf 80 Meter mit der Schrotze mit einem Schuss down ins Knie, weißt du? Der hat mir mit einem Schuss nur das Bein getroffen und ich bin instant gestorben. Ist klar. Ist klar. Gut, erst mal einen Sniper-Schuss abbekommen. Freut mich. Hat sich wieder keiner um den Hacker gekümmert, ihr Vollidioten. Come on, get up! Hey! Ah! Ja, Schwächer! Warum? Warum habt ihr mich da nicht reingelassen? Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich wusste doch, dass da drei Sniper auf dem scheiß Berg sitzen und mich drauf snipen. Deswegen wollte ich doch da auch schnell in das Haus rein. Aber da steht da so ein Vollidiot im Weg und lässt mich nicht. Ach, ich hasse euch alle.
So. Wir verlieren auch. So, die beiden haben wir mal. War da nicht eben noch einer irgendwo? Ah, das war der. Das war vielleicht eine ganz gute Idee von euch, da außen rum zu laufen. Und natürlich stehe ich genau in dem Moment auf und lade nach. Das heißt, ich kann gleichzeitig nichts machen, außer zuzusehen, wie jemand auf mich zurennt und mich geht. Aber es ist, glaube ich, gerade ein Verbündeter bei mir gespawnt. Schade, dass der nicht wiederbeleben konnte. Okay. Ich kann ihn nicht wieder ausrichten im Heli, aber immerhin habe ich einen Spawnpunkt ganz nah. Punkt B gehabt. Auf mich wird geschossen, auf mich wird hart geschossen. Ah, warum stehst du auf? Warum ist er denn aufgestanden? Ich wollte mich da jetzt langsam lang sneaken und alle wiederbeleben, die dann gekillt wurden. Dann steht der Vollidiot einfach mal auf. Ah. Na, wir verlieren mal wieder hart. Das kennt man ja mittlerweile. Wäre jetzt ja, glaube ich, wie die vierte verlorene Partie in Folge. Mit. Ich hab den doch. Das Spiel hasst mich gerade. Ah, der ist da reingerannt. Ich stehe hinter dem. Leute, da steht einer drin. Das kann nicht euer Ernst sein. Jetzt hat er vier Leute gekillt. Oh Gott. Jetzt hat er vier verkackte Leute gekillt. Als einzelne Kackperson. Habt ihr jetzt wenigstens raus hier? Ja, wow, ihr seid die Besten. Ihr habt ja nur fünf Leute gebraucht, um einen zu killen. Kein Wunder, dass wir das Spiel hier verlieren. So, kommen wieder weiter. Nur ein wichtiges zu tun. Nimm das. Scheiße! Ich weiß nicht von wo. Ich dachte, er hätte von hinter mir geschossen, weil es sah so aus, als wenn er damit von hinten kam, aber hinter mir waren nur zwei Verbündete. Also scheint er von woanders geschossen zu haben. So. Ich bin aber auch so scheiße, dass ich noch nicht mal den gekriegt habe. Wo der mit dem Rücken zu mir steht. Verdammt! Oh Gott! Wie kann man nur so schlecht sein? Aber die Granate war doch 50 Kilometer von mir weg. Das gibt es einfach nicht. Leute, neben dir! Ah! Ich könnte kotzen! Wie hier jeweils einzelne Gegner immer das komplette Team ausrotten. Mann! Ja, und jetzt kriege ich diesen scheiß Server, bin ich natürlich nochmal gestorben. Jetzt hat ein einziger Typ schon wieder 5 gekillt. Ich kann ja wirklich, bin hier nur am Heulen. Das ist so eine schlechte Partie. Das ist jetzt die vierte schlechte Partie in Folge. Gestern habe ich nur gewonnen und heute bin ich nur am Verlieren. Ich habe doch keine einzige Partie gewonnen. Das ist unglaublich. Egal auf welchen Server ich gehe, jedes Mal join ich dem Verliererteam. Lauf zu Punkt C. Und werde dabei weggesnipert von dem Typen, der hier im Haus steht. Oder vor dem Haus steht. Oder was auch immer. Der wird bestimmt nicht alleine gewesen sein, deswegen werde ich jetzt sterben. Vielleicht war er doch alleine. Wäre aber schon bezeichnend gewesen, wenn der mich jetzt gleich mit einer einfachen Pistole gekillt hätte. Leck mich. Das wollte ich nicht. Ach, ich kann so schnell noch kein nächstes Medikit packen. Oh, warte, ich habe den Vorteil. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Zusätzliche Magazine. Okay, auf meinem Weg zu Punkt C streife ich durch die Prärie und erlebe einiges an Abenteuern, wie zum Beispiel den einen oder anderen Gegner zu killen.
Ich weiß jetzt nicht, ob das derjenige war, der gerade auf mich gesnipert hat, oder ob noch wer anders auf mich gesnipert hat, während ich gegen den geschossen habe. Auf jeden Fall wird Punkt C gerade von unserem Helikopter ein bisschen belagert, was die Leute drinnen hält. Und mir die Möglichkeit gibt, da ranzukommen. Oder auch nicht! Warum fliegt der Heli genau in dem Moment weg, in dem ich dann da rein will? Leck mich doch alle. Mit der scheiß Pistole hat er mich gekillt. Ich bin heute einfach scheiße, das muss man dazu auch sagen. Und aus dem Grund verlieren wir das auch schon wieder. Wir sind 100 Tickets hin und die Gegner haben mehr Punkte. Lauf! Ah, ich spawne bei unserem Teamkameraden und sterbe direkt. Natürlich eine Sekunde bevor derjenige, der mich gekillt hat, gestorben ist. Der hat natürlich in seinem letzten Atemzug hat er mich noch mitgenommen. Hinter dir ist ein Gegner. So, ich spawne jetzt nochmal bei dir und wette, ich sterbe gleich wieder direkt, instant. Ja, ich werde schon besnipert. So, ich werde gleich eh sterben. Ich brauche gar nicht. Ich versuche jetzt so schnell wie möglich wegzukommen, damit ich nicht sterbe. Und dann auf zu Punkt E. So. Wunderbar. Warum habe ich einen Sniper? Ach, ich habe keinen Sniper. Ich habe nur ein großes Visier. Ich dachte gerade schon. Da ist ein Hacker. Give me some help over here. Fuck. Nein, der hat hier sogar reingetroffen. Das sah für mich so aus, als wenn er neben den LKW geworfen hätte. Och, leck mich doch. Ich habe jetzt gedacht, okay, perfekt, ich habe 100% Leben, ich liege. Ich habe also die perfekte Position, sobald er um die Ecke kommt, kann ich ihn sofort wegballern und plötzlich wirft er da perfekt eine Granate in den Scheißraum. Es sah wirklich aus meiner Perspektive so aus, als wenn er die Granate neben den LKW geworfen hätte. Und ich habe noch so gedacht, geil, jetzt trifft die Granate keinen, der denkt, er ist sicher, rennt um die Ecke und ich kann ihn dann erschießen. Gerettet. Okay, da hat schon jemand den Hacker gekillt. Heilen, schnell heilen, ganz schnell heilen. Okay, das ist nicht derjenige gewesen, der gestorben ist. Mal wieder was eingenommen. Ein Wunder ist geschehen. Ich weiß nicht, wie viele noch kommen, deswegen hatte ich keine Zeit, die Heilung voll aufzuladen. Down. Das hört sich nicht gut an. Ah, schon wieder mit der Pistole. Wieso werde ich immer nur mit Pistolen gekillt? Danke. Ah, super, danke. Danke für die Wiederbelebung. Das hat sich jetzt richtig gelohnt, dass du mich wiederbelebt hast. Dafür konnte der drei killen, statt nur einem. Der ist dann 2 Meter neben dir, hat mich erschossen. Dann musst du mich doch... Ach, leck. Ja, genau. Es brauche ich direkt neben jemandem. Das regt mich ein bisschen auf in diesem Spiel, dass man nicht mehr wie in Battlefield 3 oder Battlefield 4 durch Fensterscheiben Leute erschießen kann. Sondern selbst wenn man jetzt direkt den Typen im Fahrzeug trifft, trifft man halt nur das Fahrzeug. Also man kann damit nur das Fahrzeug zerstören und nicht den Typen, der da drin sitzt. In Battlefield 3 und 4 war es halt möglich, durch Fensterscheiben Gegner zu erschießen. Das versuche ich hier jedes Mal wieder. Da ist es mir auch gelungen mit einem Sniper, obwohl ich der Sniper mega scheiße bin, wie ihr mittlerweile wisst. Habe ich es tatsächlich geschafft, jemanden im Heli durch die Frontscheibe durchzusnipern. Also ich damit so eine richtig geile Aktion, weil es ist hier halt nicht mehr möglich. Das finde ich ein bisschen schade. Okay, immerhin haben wir jetzt Levolution nochmal. Aber ich glaube nicht, dass das für uns jetzt das Spiel immens drehen wird. Okay, der Jeep ist down. Und jetzt alle weg hier, Leute. Wir sind zu viele Leute an einem Punkt. Wir müssen jetzt mehrere Punkte gleichzeitig halten. Wir verlieren gerade E, wir verlieren gerade C und die Gegner werden jetzt zu B kommen. Wenn wir das Ding noch drehen müssen, dann müssen wir durchgehend konstant mindestens 3 Punkte halten. Und ich sehe schon da hinten Leute auch nicht mal. Von hinten und von vorne. Interrogation marked. Got them. There they are.
Zwei habe ich und dann habe ich die anderen bemerkt. Ich wusste, dass die mich bemerken, wenn ich hier schieße, aber was sollte ich machen? Ich kann jetzt hier nicht liegen, solange bis alle mir vorbeirennen und die Punkt B eingenommen haben. Aber ich glaube, es sind noch immer noch zu viele von uns bei Punkt A. Ja, die haben zu lange bei A gewartet. Guck mal, wie viele Leute jetzt hier von A ausströmen. Die haben alle zu lange bei A gewartet. In der Zeit konnten die Gegner jetzt schon wieder auf B zu rennen. Wir müssen jetzt eh schnell einnehmen und hoffen, dass wir in der Zeit B nicht verlieren. Okay, der ist da. Der letzte ist da irgendwo. Oder war hier irgendwo. Scheiße, ich sehe ihn nicht mehr. Egal, wir haben E. Das ist das Wichtigste. Wir verlieren zwar gerade A. Den hätten wir. Den hätten wir auch. Level 30, schnell heilen, wir müssen weiter einnehmen. Wir können das Ding, wir haben das Ding gleich gedreht. Wir haben konstant 3 Punkte gehalten, haben jetzt eben sogar lange Zeit lang 4 Punkte gehalten. Die Gegner haben jetzt gerade A und C, das heißt, die werden jetzt von beiden Seiten versuchen, auf B zuzustürmen. Wenn wir schaffen, B lange genug zu halten, bis die 0 Tickets haben, dann geht der Sieg an uns. Also kommt schon, B halten, die werden von beiden Seiten jetzt auf B zustürmen. Wir verlieren auch schon B. Jetzt nicht sterben. Nicht sterben. Bloß nicht sterben. Bloß nicht sterben. Okay. Wir müssen B halten. Wir müssen B halten, Leute. 50 Tickets trennen uns. Jetzt nicht versuchen, irgendwas einzunehmen. Einfach nur noch halten. Wir verlieren E. Scheiße, wir verlieren E. Oh, fuck. Wir verlieren E. Komm, es sind noch 20 Tickets, die Gegner haben. Oh, fuck. Leb mich wieder. Kannst du mich wieder beleben? Kannst du mich wieder beleben? Das ist so knapp. Ich will das Ding gewinnen. Ich will heute nochmal gewonnen haben. Aber die haben jetzt 3 Punkte. Wir haben gleich 4 Punkte. Nein. Wir verlieren das noch. Die haben noch 2 Tickets. Killt einfach noch ein. Ja. Oh Gott. Wir haben den Sieg. Wir haben nochmal gewonnen. Puh. Okay, an dieser Stelle sage ich dann einfach mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Ich weiß nicht, ob ich in der Beta nochmal dazu kommen werde, ein Video aufzunehmen. Ich versuche es natürlich, ich kann aber nichts versprechen. Spätestens zur Vollversion werden wir uns sehen. Das Spiel macht mir unglaublich Spaß. Und deswegen werden wir uns dann, denke ich mal, zur Vollversion spätestens wiedersehen. Wenn das der letzte Beta-Part gewesen sein soll, können wir uns immer mit einem Sieg verabschieden. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, ich werde nochmal die Zeit finden. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.